Hey ho, ihr alle, ich bin's wieder, euer Senat. Wie geht's euch? Diesmal wieder mit Diablo 3 Reaper of Souls. Ja, die Seele schnappt wieder zu. Und wie ihr in der Überschrift seht, geht's heute um Chest Farming. Blizzard hat das mit dem letzten Hotfix ja genervt. Kern des Areth geht nicht mehr. Und ein paar andere Gebiete gehen auch nicht mehr. Die haben da die Chests entfernt und abgeschwächt und bla 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 bla. Zeigt euch, haben sie in den Rifts halt die Legendary Chance um 25% erhöht. Es gibt aber schon seit dem 4.4., also direkt nach dem Hotfix, gibt es schon einen neuen Chest Run. Den wollte ich euch hier jetzt mal zeigen. Den machen wir natürlich auf T6. Gehen wir mal hier hin, T6. Whoop. Und gehen dann in die Kampagne. Ich weiß nicht, ob ich es hier schon habe. Genau. Akt 5, Quest 6, die Schlachtfelder der Ewigkeit und dann die Belagerungsruhen als zweite Quest auswählen. Und machen es also auf Qual 6. Starten das Spiel, gehen da rein. Und was wirklich gut ist, ohne Scheiß, Leute, deshalb mache ich das Video auch, einer der Gründe. Kern des Areth ist immer so eine Sache, da musste man sich um die Gegner rumwursteln und hier und da. Ne? Das Coole an dieser Methode hier ist ganz einfach. Aber man kann ja noch ein bisschen tricksen. Also ich würde auf jeden Fall Speed-Sachen anziehen. Der Rest ist komplett egal, weil hier gibt es keine Gegner. Wir gehen jetzt hier verlassen ins Feldlager. Hier sind keine Gegner, in dem ganzen Gebiet sind keine Gegner. Das ist richtig cool. Hier haben wir direkt eine Truhe. So, so, so. So, machen wir hier kaputt, das kaputt. Und das ist auch eine super Methode, nicht nur Legendaries zu farmen oder Set-Items, sondern auch weiße Items. Wenn ihr fürs Enchanten, wenn ihr fürs Craften weiße Items braucht, findet ihr hier Unmengen. Also hier gibt es auch genau diese Aszendentendinger, Aszendentenpanzerhandschuhe. Hier gibt es jedes Aszendentending, was man sich nur wünschen kann. Und ist auf jeden Fall eine gute Sache. Und wie ihr seht, man geht hier einfach den Weg zurück und macht alles unterwegs kaputt, beziehungsweise öffnet es. Hier Aszendenten, Schulterpanzer, lose Steine aufmachen, Truhe aufmachen, das hier aufmachen. Gold könnt ihr natürlich auch einsammeln. Lose Steine, hier wieder irgendwie was aufmachen, hier Aszendenten Panzerhandschuhe. Also das hier bringt extrem viele weiße Items, wenn ihr da irgendwie was machen wollt, irgendwas braucht, sagen wir es mal so. Gelbe Items droppen auch eigentlich recht häufig. Aszendenten Krone, wie ihr seht. Und wenn wir unten bei den Leichen angekommen sind, drücken wir einmal T und gehen wieder raus. Für mich persönlich muss ich sagen, ich mag Chestruns nicht so gerne, weil die Chestruns ja, jetzt nicht so spannend sind. Ne? Aber wir gehen auf jeden Fall raus, sind wieder im Menü, klicken auf Fortführen. Und für mich persönlich sind sie jetzt nicht so spannend, aber es ist das Effektivste. Also die im Kern des Areths, die Chestruns, haben die meisten Legendaries gebracht. Ich kann sagen, der Kim hat das hier gemacht, hat innerhalb von 10, 15 Minuten hat er zwei Legendaries bekommen. Ich habe das gemacht, eine Stunde lang. Obwohl, ich muss sagen, ich habe heute, ich weiß nicht, ich habe heute extremes Pech gehabt. Richtig, richtig großes Pech. Ich habe heute gar nichts bekommen eigentlich. Und ja, der Kim hat in zwei, ich habe in einer Stunde gar nichts bekommen. Keine Ahnung. Das ist aber nicht die Regel. Also ich habe Kongor Stream, also das ist vom Kongor, ich habe das gesehen, King Kongor auf Twitch. Bei dem habe ich das gesehen. Ich denke mal, auf Reddit ist das auch bekannt. Hier sieht man Aszendenten, Dichlinge. Und sowas halt alles am Start. Und ja, ich hatte zeitgleich, während ich meinen Run gemacht habe, hatte ich den Stream noch nebenbei offen. Und der Kongo hatte innerhalb von meiner Zeit, so über eine Stunde, hatte der drei Legendaries. Ich weiß nicht, was da bei mir vorhin los war. Vielleicht hat sich Blizzard gedacht, nein, du nicht. Und also es gibt auch Leute, das ist auch offiziell bestätigt. Also was heißt offiziell bestätigt? Das ist von den Leuten bestätigt, die es gemacht haben. Die haben ein Video gezeigt oder Bilder gemacht oder was auch immer. Und die haben 9 Legendaries in einer Stunde gefunden. Das ist natürlich selten, aber es ist möglich. Wie gesagt, der Kim hatte auch Glück. Er meinte, er hätte das eine Stunde, so anderthalb, weiß ich nicht. Und er meinte, er hätte 6 Legendaries gefunden. Ich schätze mal, er hat eine Stunde und 15 Minuten oder so hat er das gemacht. 6 Legendaries ist dann doch schon mal eine gute Sache. Wie gesagt, das ist wirklich die effektivste Methode. Leider auch die langweiligste. Hier sind wir wieder bei den Gegnern. Wie gesagt, man geht einfach von da oben hier runter bis zu diesen Leichen und geht dann wieder raus. Unterwegs macht man alles auf, was man sieht. Man kann das auch mit mehreren machen.
Aber ja, man muss halt gucken, wie es sich entwickelt. Ich denke mal, die werden das hier schnell nerven. Die haben die anderen Sachen ja auch genervt. Deshalb wird das hier auch bald genervt sein. Deshalb kann man das hier vielleicht noch schnell ein bisschen ausnutzen, wenn man noch ein paar Legendaries findet. Bevor es dann genervt wird und man dann sowieso Rifts macht. Weil die Rifts sind eigentlich das, was Blizzard halt als Endgame vorsieht. Und ich mache jetzt hier den letzten Run. Mal ein bisschen beeilen hier, weil ich keinen Bock habe, dass das Video 35.000 Jahre geht. Man kann hier seine Skillung, ich habe jetzt gar nichts geändert an meiner Skillung, aber normalerweise habe ich hier noch Teleport drin und schneller laufen mit der Eisrüstung oder was das da ist. Und was wirklich echt gut ist, ist einfach, dass es hier keine Gegner gibt. Ohne Scheiße, es ist einfach genial. Hier gibt es nichts, Zitronen, hier was Gelbes. Meistens finde ich hier ziemlich viele gelbe Sachen. Jetzt im Moment nicht. Aber wie gesagt, ich habe heute auch extremes Pech gehabt. Ja. Wie ihr seht, alles easy. Truhe. Das da, das da. Wupp. Hier haben wir noch Steine. Also wie gesagt, Steine immer schön aufmachen und die Truhen, das sind die wichtigsten. Stuhen und die Dosen Steine aufmachen. Weil da sind auch viele Legendaries drin. So, das war's auf jeden Fall. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Video. Und ja, ihr könnt mal runterschreiben, ob ihr gerne Chestfarms macht. Ich persönlich jetzt nicht. Wie gesagt, ich mache lieber dann Riftruns. Ich habe das jetzt eine Stunde hier mal gemacht. Für mich persönlich hat es sich jetzt nicht so gelohnt. Aber ich kann es garantieren, es gibt Leute wirklich so 4, 5 Legendaries pro Stunde sind auf jeden Fall locker drin. Kim hatte, wie gesagt, 6 in einer Stunde 10 Minuten. Ist eigentlich kein Problem. Es gibt Leute, die schaffen 9. Es liegt nicht an der Geschwindigkeit, es ist einfach nur Glück. Ich hatte Pech heute. Es ist mal so und mal so. Aber es ist auf jeden Fall die effektivste Methode. Muss man sagen. Vor allen Dingen auch sehr ungefährlich, wie man sieht, ne? Es sind da keine Gegner, alles ganz chillig. Man kann Magic Find anziehen, wenn man noch was übrig hat. Und ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Video. Wir sehen uns, Leute. Schaut mal hier in meiner Community vorbei. Ich habe hier so eine Community, das ist Acid Art. Sind schon zwei Leute drin, Kollega und Sturmi. Könnt ihr auch mit re gerne re reinjoinen. Einfach hier bei suchen und dann Acid Art eingeben und dann findet ihr das schon. Und ja, ich hoffe, es hat Spaß. Wir sehen uns. Bis dann. Ciao, ciao.